Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn. Ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage und begrüße euch aus dem Finanzcenter in Ahrensburg. Thema des heutigen Videos: Was bedeutet eigentlich Sparzwang? Ja, wie bin ich darauf gekommen? Im Prinzip steht ja jeder, der von der Überlegung steht, was tut er für seine Altersvorsorge, wie will er Vermögen aufbauen, vor der Frage, welches eigentlich die richtige Anlageklasse ist. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist auch ein Thema, welches zum Beispiel hier in Facebook oder auf YouTube in den diversen Channels, Foren, Gruppen und Seiten auch immer kontrovers diskutiert wird. Und wo dann manche Leute sagen, ja, Aktien sind das einzig Wahre, weil nur Dividenden sind wirklich passives Einkommen. Dann gibt es die Nächsten, die sagen, ja, nur mit Immobilien kann ich hohe und unendliche Eigenkapitalrenditen erzielen. Und manchmal schaukeln sich die Gemüter da ja auch extrem hoch. Ich selber bin der Auffassung, dass es die richtige Anlageklasse eigentlich nicht gibt. Weil wenn es die eine Wahrheit geben würde, dann würden das ja wahrscheinlich alle machen und das andere gäbe es nicht. Und irgendwann würde diese Asset-Klasse wegen einer totalen Überhitzung wieder zusammenbrechen. Es gibt auch verschiedene Untersuchungen, ich habe das kürzlich mal gelesen, im Bereich Manhattan, wo ja die Immobilienpreise die letzten 100 Jahre aufs Extremste gestiegen sind, dass im Endeffekt die Immobilien aber genau die gleiche Rendite hatten wie der Dow Jones oder der S&P 500. Das ist eigentlich auch meine These, dass sich langfristig die Ergebnisse aller Anlageklassen irgendwo ausgleichen, weil es ja logischerweise so ist, dass Wertschöpfung beginnt halt immer in Unternehmen, also die Unternehmen und die in dem Fall dann halt an den Aktienmärkten, in denen die Unternehmensanteile aufgeteilt sind. An der Stelle beginnt ja jede Wertschöpfung und jede Produktion. Genauso müssen aber auch alle Unternehmen oder zumindest die meisten Formen der Unternehmen irgendwo Räumlichkeiten haben, wo sie zugegen sein können, oder auch die Arbeitnehmer und Eigentümer der Unternehmen irgendwo wohnen, also virtuell wohnen oder virtuell ein Auto produzieren, funktioniert ja immer noch nicht gut. Und genauso muss aber beispielsweise auch alles irgendwo finanziert werden. Deswegen ist so die Renditen von Aktienmärkten, von Zinsmärkten oder von Immobilienmärkten haben immer eine Wechselwirkung und unterm Strich funktioniert das meiste eigentlich auch. Die eigentliche Frage ist aus meiner Sicht, welche Anlageklasse für wen geeignet ist. Es gibt beispielsweise Leute, die können halt damit nicht leben, wenn ihr Depot zwischendurch mal um 40% einbricht und alles rot ist. Die kommen damit emotional nicht klar. Auch wenn sie 100-mal das Wissen haben, dass es an den Börsen langfristig immer bergauf geht. Und genauso gibt es Leute, die halt nicht damit leben können, sechsstellige Schulden zu haben, obwohl sie im Kopf objektiv eigentlich wissen, dass der Mieter eh den größten Teil des Kredits zurückzahlt und an der Stelle auch alles gut werden müsste. Also da ist vieles immer eine Frage der persönlichen Einstellung. Oder auch, um das Wort mal zu strapazieren, des Mindsets und wie einfach auch meine Gewohnheiten sind. Auf das Thema Gewohnheiten komme ich gleich nochmal. Was ich jetzt erstmal, was ja, denke ich, beispielsweise hier in der Immobilieninvestmentgruppe und die Leute, die meinen YouTube-Kanal gucken, die meisten wissen oder eigentlich klar sein sollte, dass die Immobilien einfach aufgrund der Möglichkeit, die relativ hoch fremd zu finanzieren, halt eine Hebelwirkung haben und somit halt eine sehr gute Eigenkapitalrendite oder Eigenkapitalverzinsung abwerfen. Das ist halt immer das Thema, wenn meine Gesamtrenditen bei Immobilien dann beispielsweise die Mietrendite höher ist als meine Fremdkapitalkosten, steigt logischerweise auch meine Eigenkapitalrendite. Das lernt man, glaube ich, auch irgendwo im Wirtschaftsunterricht in der 9. Klasse oder in der 11., ich weiß es nicht. Ja, also da ist das Thema Eigenkapitalverzinsung, Eigenkapitalrendite, Fremdkapitalhebel ein ganz entscheidender Punkt, um das einfach mal plastisch zu machen oder an Zahlen greifbar zu machen. Wenn ich jetzt 10.000 Euro habe und investiere die beispielsweise in Einzelaktien oder in Aktienfonds, in einen Dividendenfonds, dann habe ich halt auf diese 10.000 Euro im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich eine Dividendenrendite irgendwo zwischen 3% und 4%. Wenn ich diese gleichen 10.000 Euro allerdings nehme und zahle damit beispielsweise eine Zwei-Zimmer-Wohnung an im Kaufpreis 50.000 Euro,
dann habe ich ja im nächsten Jahr nicht meine 3 bis 4% Mietrendite auf meine 10.000 Euro Anzahlung, sondern auf die 50.000 Euro. Natürlich gehen davon dann wieder ein Stück Finanzierungskosten ab, aber mein Ertrag, die Basis, bei der es losgeht, ist natürlich erstmal viel, also auf einem viel größeren Vermögenswert. Das ist für sich genommen der Hebeleffekt. Das ist, denke ich, auch alles mathematisch noch nachvollziehbar und für jeden logisch. Aber heute soll es ja um das Thema Sparzwang und auch um, was ich eben schon sagte, um das Thema Gewohnheiten gehen. Und das ist kein Problem. Streng genommen ist wirtschaftlich ist ja Liquidität auch immer ein Vorteil in einer Anlageklasse. Aber wenn ich mir halt, wenn ich die 10.000 Euro in einen Aktienfonds investiert habe, der hat dann vielleicht auch macht Dividendenrendite und eine gewisse Wertentwicklung und 2, 3 Jahre später bekomme ich dann vielleicht die Idee, ach, Altersvorsorge, Rente, das ist erst in 30 Jahren, ist mir jetzt auch egal, ich krieg's schon irgendwie hin bis dahin. Die 10.000 Euro nehme ich jetzt erstmal und kaufe damit ein neues Auto oder gehe in Urlaub oder lade zur Hochzeit statt 60, 120 Leuten ein und das Geld ist dann weg und dann muss ich wieder bei Null anfangen. Wenn ich dieses ganze Spiel dann natürlich die nächsten 40 Jahre immer mache, ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass ich dann zum Renteneintritt immer noch bei Null stehe, was nicht gut ist. Wenn ich allerdings die 10.000 Euro genommen habe und habe eine Immobilie damit angezahlt, also habe dann irgendwo noch eine Kreditrestschuld von, je nachdem wie ich stricke, 40.000, 45.000 Euro, dann muss ich die ja zwangsläufig zurückführen, weil einfach einen Immobilienkredit kündigen, das funktioniert nicht sehr gut oder nicht mehr bezahlen können. Also das ist die Tilgung ist ja dann in dem Sinne Zinsen, wie gesagt, das sind die Kosten für das Fremdkapital, mein Vermögenszuwachs, mein Sparen oder beziehungsweise meine Investition, ich weiß jetzt gar nicht, was da betriebswirtschaftlich der richtige Begriff ist ja die Tilgung. Und da ich halt Ärger kriege, wenn ich die Tilgung nicht leiste, habe ich einen Zwang, das zu tun, also einen Sparzwang. Und bin also folglich, habe ich gar keine andere Möglichkeit, als die 30 Jahre einfach den Kredit zurückzuführen, bis dann mein Vermögenswert, der in der Zeit hoffentlich noch eine Wertsteigerung hatte, lastenfrei ist und ich dann entsprechend mein Vermögen und meine Altersvorsorge darauf aufgebaut habe. Also der Zwang, dass ich aus einer Immobilie nicht so einfach rauskomme und die irgendwo bewirtschaften muss, bis es fertig ist, das ist bei der Immobilie aus meiner Sicht der große Unterschied zu allen anderen Anlageklassen und Vermögenswerten. Deswegen ist eigentlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, für jemanden, der eine gewisse Undiszipliniertheit hat beim Vermögensaufbau, dafür nehme ich mich garantiert nicht aus, ist die Immobilie aufgrund des damit verbundenen Sparzwangs eigentlich die geeignete Anlageklasse. Natürlich höhere Eigenkapitalrenditen und so weiter oder auch höhere Rendite geht immer mit einem höheren Risiko einher. Hebeleffekt funktioniert dann wie gesagt auch in beide Richtungen und Zwang assoziiert natürlich, dass ich etwas tun muss und wenn ich es nicht tue, angesprochenes Risiko. Deswegen eben auch noch ein Hinweis, dass die Immobilie an und für sich nicht die Startanlageklasse ist oder ich außerdem gar nichts anderes haben kann. Es sagen beispielsweise die DSL-Bank, sagt zum Beispiel, ein Kapitalanleger, jemand, der eine vermietete Immobilie hat, muss zwangsläufig noch irgendwo 25.000 Euro auf Seite haben. Die müssen noch irgendwo liegen. Unter dem macht die DSL-Bank überhaupt keine Finanzierung für Kapitalanleger. Viele andere Banken sagen, das finde ich halt auch sinnvoll, dass jemand, der Vermieter sein will, also Immobilienkapitalanleger oder Investor, dass der irgendwo mal 20% der Finanzierungssumme halt auch noch irgendwo auf Seite haben sollte, einfach als Liquiditätspuffer. Weil an und für sich ist das einzige Risiko bei einer Immobilie, dass es irgendwann zu einem Liquiditätsengpass kommt, entweder jetzt temporär, der Mieter ist weg oder wenn ich ein bisschen bezuschussen muss, mein Arbeitseinkommen bricht mal weg, eine ungeplante Instandsetzungsmaßnahme, irgendwas, dass also entweder bei der Immobilie ein Liquiditätsbedarf entsteht oder halt auch beispielsweise aus den genannten Gründen oder Krankheit oder Scheidung oder sonst irgendwas bei mir auf der privaten Ebene ein Liquiditätsbedarf entsteht. Und wenn ich den dann halt nicht leisten kann, dann ist es die Wahrscheinlichkeit halt sehr hoch, dass ich meine Immobilie verliere und parallel privat auch noch baden gehe. Deswegen ja, Immobilie aufgrund Hebelwirkung, aufgrund Sparzwang für viele ein sehr geeignetes Instrument im Hinblick auf Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Rendite technisch top.
Aber es gilt ja dieser kaufmännische Leitsatz, Liquidität geht vor Rentabilität. Also nur weil ich bei der Immobilie die höchste Eigenkapitalverzinsung haben kann, macht es nicht Sinn, unbedingt mein gesamtes Eigenkapital in die Immobilie zu packen, um dann nicht irgendwo in einer ungeplanten Situation, und wie gesagt, dass irgendwo im Leben irgendwas passiert, nicht nach Plan, wo ich irgendwie Geld brauche, dass das auf eine Sicht von 30, 40 oder 50 Jahren kommen wird. Das ist einfach so sicher wie das Amen in der Kirche. Deswegen immer beachten, irgendeine Kapitalanlage, eine vermietete Immobilie immer irgendwo wirtschaftlich auf gesunde Füße stellen. Das bedeutet, dass man irgendwo mal eine wirtschaftliche Basis hinsichtlich des Einkommens hat. Da ist aus Sicht der meisten Banken und auch aus meiner persönlichen Sicht die Eintrittskarte irgendwo bei einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 50.000 Euro. Und es sollte, wie gesagt, je nachdem, was ein großes Mehrfamilienhaus oder ein Wohn- und Geschäftshaus, das erfordert natürlich im laufenden Wirtschaftsbetrieb eine andere Liquidität als eine vermietete Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum. Aber wie gesagt, das Thema irgendwo mal wenigstens 50.000 Euro im Jahr verdienen und auch nach der Finanzierung irgendwo die klassische Regel, dass man sagt, man sollte sowieso privat 3 bis 6 Monatsgehälter irgendwo mal beiseite haben, wenn man zwischendurch irgendwas baden geht und mal wenigstens noch ein oder zwei Jahreskaltmieten in Reserve haben. Das ist so der untere Punkt. Wie gesagt, die meisten Probleme kann man meiner Erfahrung nach immer lösen, wenn man genügend Zeit hat. Das Problem zu lösen, sich neu aufzustellen, das funktioniert allerdings halt schlecht, wenn einem zwischendurch die Liquidität ausgeht. Ihr könnt mir glauben, ich weiß an der Stelle, von was ich rede, auch aus eigener persönlicher Erfahrung. Na naja, gut, so viel dazu heute nochmal am Freitag. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Schreibt gerne einen Kommentar oder wer eine konkrete Frage zum Thema Immobilienfinanzierung hat, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Adresse verlinke ich in den Kommentaren.